Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal ist es ein kleineres Infovideo, wo ich einfach ein bisschen was besprechen wollte, was ich in nächster Zeit so geplant habe oder auch nicht geplant habe, weil ich nämlich einiges verändern wollte. Zum einen habe ich mir jetzt einen festen Entschluss gesetzt, was ich jetzt machen werde, und zum anderen habe ich auch wieder Neuigkeiten und das wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen hier besprechen und so weiter. Deswegen rede ich jetzt einfach mal ein bisschen über alles, was ich gerade so geplant hatte oder was ich einfach vorhabe. Und zwar fange ich erstmal damit an. Ich habe gemerkt, dass jetzt wirklich nicht mehr so viel hier los ist mit den Tutorials und sowas. Also mit Server Map habe ich jetzt gerade nicht mehr so viel weitergebaut. Da habe ich nämlich was anderes gemacht in der Zeit, weil ich sehr viel zu tun habe. Und da ich halt so viel zu tun habe, habe ich mir jetzt den Entschluss gefasst, dass ich Tutorials bis jetzt, also alle Tutorials, die ich bis jetzt irgendwie hochgeladen habe oder so, also alle Serien und so, oder wie man es auch nennen will, werde ich jetzt erstmal pausieren und das auf unbestimmte Zeit. Also ich weiß nicht, wann die dann wieder weitergehen werden. Also ich habe es eigentlich auch schon irgendwie geplant, dass es auch irgendwann weitergeht, aber es wird wahrscheinlich sehr lange dauern, wenn überhaupt. Und es ist auch noch nicht sicher, also ich kann da auch nichts versprechen jetzt, ich will auch nichts versprechen. Jedenfalls werden Tutorials erstmal nicht kommen. Und ich werde mich jetzt auf die Server-Map konzentrieren. Und zwar habe ich gemerkt, dass ich halt wirklich unglaublich viel zu tun habe, auch im Privatleben und so weiter. Das Privatleben hat nichts mit YouTube zu tun und andersrum auch. Deswegen habe ich mir jetzt eigentlich gedacht, dass ich da sowieso schon genug zu tun habe, also wäre ich auf YouTube jetzt schon mal ein bisschen eingeschränkter dann. Also habe ich mich ein bisschen befreit, und zwar beende ich den Gaming-Kanal ebenfalls, weil der davon auch betroffen sein sollte. Ich habe nämlich einfach jetzt gedacht, wenn das halt zu viel wird, dann nutze ich einfach mal die Sachen jetzt, die ich da wirklich nicht mehr brauche, und pausiere sie einfach. Also ich spiele sowieso privat eher, oder ich spiele einfach ohne Aufnahme viel lieber, weil ich da sowieso nicht rede oder nicht sehr viel rede, und ich lasse es einfach so ein bisschen Spaß sein dann. Und da ich es nicht wirklich aufnehme, brauche ich auch keinen Gaming-Kanal mehr. Also ich habe es natürlich alles schön geplant vorher und dachte, das kommt auch gut an und so, aber wenn ich sowieso eher privat spiele als aufzunehmen, dann bringt so ein Gaming-Kanal wirklich nicht viel, und man hat auch gesehen, da kommt jetzt auch lang nichts mehr. Und deswegen werde ich da dann wirklich jetzt nochmal ein Video machen, wo ich das dann nochmal kurz sage oder darauf hinweise auf dieses Video. Und dann ist damit auch Schluss, weil es einfach zu viel geworden ist, und da es überflüssig ist, brauche ich jetzt einfach nicht mehr. Ich werde auch nochmal ein bisschen was ändern, damit das auch offensichtlich ist und damit auch alles klar ist. Und dann braucht man da auch nicht mehr wirklich weiter zu schauen. Finde ich selbst zwar sehr schade, dass ich da einiges beenden muss, aber ich hoffe, man kann es irgendwie verstehen, wenn ich jetzt wirklich zu viel zu tun habe. Und auf diesem Kanal hier, also auf iRedstone, wird sich jetzt durch diese Tutorial-Pause einiges auch ändern. Und zwar wird der Kanal jetzt erstmal so ungefähr so auf Server-Map umsteigen, also auf Map-Making. Das ist dann einfach nur, damit ich euch zeigen kann, was ich gebaut habe und was ich gerade so baue. Ich will einfach mal ein bisschen mehr in die Sache einweihen, was ich da wirklich mache, damit ihr auch wirklich seht, was da auf euch zukommt, wenn der Server wirklich online ist. Ich habe auch wirklich schon nachgedacht, was ich dann mit dem Server mache. Also ich mache da wirklich einiges draus. Das wird aber erstmal sehr lange dauern, weil man kann vielleicht sehen, dass es wirklich sehr viel Arbeit ist, sowas aufzubauen. Und da ich alles auch fast ohne solche Programme wie MC-Edit oder so baue, ist es wirklich sehr schwer und dauert sehr lange. Aber ich stecke mir halt die Zeit lieber in solche Sachen als in irgendwelche Gaming-Videos, die sowieso kaum angeklickt werden, weil sie auf einem anderen Kanal liegen oder weil ich einfach es aufnehmen muss für so einen Kanal oder so. Also es bringt mir einfach nichts, wenn ich da jetzt Gaming aufnehme und dann doch wieder privat spiele und der Kanal eh nicht so viel angeschaut wird. Jedenfalls finde ich es wirklich super, was hier auf diesem Kanal schon wieder abgeht. Also es ist wirklich krass, was da für ein Zuwachs ist. Deswegen freut mich das auch umso mehr, dass da immer mehr Videos angeschaut werden. Und deswegen würde ich am liebsten auch zeigen, was ich hier wirklich für euch baue. Und dann könnt ihr es auch wirklich in die Kommentare schreiben unter jedem Video, wie ihr das, was ich gerade baue, findet. Und ich kann auch wirklich versprechen, ich baue dann
zum Beispiel so eine ganze Map irgendwie, nehme das am Stück auf oder ich schneide es mal kurz, wenn ich da eine Pause mache. Das wird dann so ein Zeitraffer-Video. Und die Länge ist eigentlich auch egal, weil ich packe auf jeden Fall ein Bauprojekt in ein Video oder ich lasse es halt mehreren Teilen laufen, wenn es wirklich über mehrere Tage hingezogen wird, weil es zu groß ist, oder wenn ich nur einzelne Teile baue, dann wird das auch ein einzelnes Video. Auf jeden Fall mache ich alles so ein bisschen im Zeitraffer-Stil und werde auch ein bisschen schneidender. Dann wird man das aber echt auch merken, was ich da so reinstecke. Weil dann habe ich auch mehr Zeit, auf solche Videos da ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken, als dann irgendwelche Sachen vorzubereiten für Tutorials und so. Ja, Servermap-Videos werden dann also wirklich sehr aufwendig für das, was ich jetzt so geplant habe. Es wird auf jeden Fall auch nur das bleiben vorerst. Also es wird nichts anderes kommen, außer solche Map-Making-Videos, also wie ich da weiterbaue. Ich werde dazu auch nicht reden, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ich nehme es einfach nur so auf, ich kann jetzt auch nicht mehrere Stunden dann durchlabern oder so. Ich konzentriere mich lieber darauf, höre nebenbei irgendwie Musik oder sonst was. Also ich versuche es einfach nur als Bildmaterial zu machen und dann lasse ich da irgendwie Musik im Schnittprogramm einfach drüber laufen oder suche mir irgendwelche Titel raus, die ich da benutzen kann. Ich werde zum Beispiel immer dieselben Lieder nehmen oder irgendwie... Und wenn das Video halt lang genug ist, dann werde ich auch immer dieselben Lieder hinterpacken. Weil es einfach zu lang dauern würde, da mir 1000 Lieder irgendwie so zusammenzusuchen, damit ich jedes Video ein neues Lied habe. Es ist einfach nur darauf abgezielt, dass man halt sieht, was ich baue und nicht wirklich, was da Musik jetzt ist. Das ist eigentlich Wurst. Müsste ich eigentlich auch gar nicht machen, aber ich will es einfach ein bisschen unterhaltsamer machen, damit es nicht so ein stummes Video ist. Deswegen, ja, bleibt es einfach dann bei Videos ohne Laber oder sonst was, weil es einfach bei solchen Videos ein bisschen unnötiger ist und wenn ich da jedes Mal mir irgendwas ausdenken muss, was ich dazu sage, dann dauert das auch wieder viel zu lang und ich stecke da zu viel Arbeit rein dann. Man sieht ja schon, wie viel ich in die gebauten Sachen reinstecke. Das ist dann auf jeden Fall schon mal so eine Änderung und ja, weil ich mir halt so viel vorgenommen habe, habe ich das dann einfach so gemacht, wie ich es gerade erklärt habe. Und ich hoffe auch wirklich, dass dann dieses Projekt mal fertig wird oder sich ein bisschen weiterentwickelt. Das sieht man alles auf dem Kanal dann. Es ist dann wirklich so ein Kanal, der einfach den Fortschritt von diesem Server zeigt. Und ich hoffe, dass da auch wirklich viele auf aufmerksam werden und dann diese Arbeit auch schätzen könnten. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen und Bewertungen und Kommentare freuen mich natürlich auch jedes Mal. Ich kommentiere auch sehr viel dann. Wenn irgendjemand Fragen hat oder so, kann ich da auch gerne darauf antworten. Also ich antworte generell super gerne auf Kommentare, solange es halt möglich ist. Und ich denke auch, dass das vielen gefallen wird mit dem Server. Was mit den Redstone-Schaltungen ist und so, das werde ich erstmal nicht aufnehmen. Ich baue erstmal alle Maps und sowas fertig, dann kann ich das danach einfügen. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich das mit den Schaltungen mache, aber ich lasse mir da auf jeden Fall noch was einfallen. Jedenfalls ist es ja auch langweilig, wenn ich da wirklich nur so eine Stunde an irgendeiner Schaltung hänge und da schneide ich ja nur so 5 Minuten raus. Deswegen überlege ich mir dann auf jeden Fall noch was, wie ich das mit den Redstone-Schaltern mache. Aber das Bauen wird erstmal der Hauptteil von diesem Kanal sein. Ja, und das ist eigentlich auch schon so der größte Teil dieser Info. Jedenfalls hoffe ich, dass es jetzt nicht allzu schlimm ist und ich hoffe auch wirklich, dass das jetzt sich nicht zu groß auswirkt. Weil Tutorials ist natürlich schön und gut, ich kann da sehr vielen Leuten was beibringen und so, weil ich mich einfach super damit auskenne. Aber wenn ich selbst dann zu viel zu tun habe, kann ich da einfach nicht mehr alles unter Kontrolle halten so. Man sieht ja auch, ich habe da jetzt auch länger wirklich nur irgendwelche sinnlosen Sachen gemacht, die man einfach nicht wirklich braucht. Und wenn ich da wirklich kein Konzept hinter habe, dann bringt mir das auch nicht so viel. Heißt also, es wird jetzt erstmal keine Tutorials mehr geben und das bleibt auch erstmal jetzt so. Ich kann auch wirklich kein festes Datum sagen oder so, also ich werde da zwischendurch auch irgendwelche Videos raushauen, wo ich halt mal was dazu sage oder wo ich halt mal so jetzt gerade darüber rede. Das wird auf jeden Fall noch kommen, dann weiß man wenigstens, dass ich noch irgendwas dazu sage oder man weiß wenigstens, was gerade los ist. Ich weiß auch nicht, in was für Abständen die Maps jetzt, also die Map-Videos dann kommen werden, wo ich dann alles aufgenommen habe vom Bauen. Weil ich eigentlich jetzt noch nicht weiß, ob ich wirklich jeden Tag zum Bauen komme oder ob ich dann das jedes Mal aufnehme. Weil immerhin muss ich es ja auch noch schneiden und hochladen und habe nebenbei auch noch alles andere zu tun. Was ich also im Privatleben noch zu tun habe und was ich dann auch alles mache, das hat hier eigentlich nichts verloren. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich auch nicht darauf eingehen, aber
Was ich dann halt neben der Schule noch mache, ist wirklich sehr viel. Und ich denke mal, wenn man Schule und andere Hobbys noch nebenbei hat, dann kann man sich schon vorstellen, wie viel man wirklich selbst zu tun hat. Deswegen will ich es einfach nicht hier einbinden. Und ja, das ist eigentlich dann schon so alles, was ich dazu sagen wollte. Die kleine Änderung oder was auch immer, wie man es nennen will, wird jetzt erstmal diesen Kanal zu einem Mapmaking-Kanal machen. Ich würde es auch gerne vermeiden und so, weil ich wirklich sehr gerne Leuten was zeige, was ich irgendwie, also was wirklich weiterbringt, so Tutorials. Aber wenn ich da halt keine Zeit mehr für habe oder wenn ich ein bisschen meine Zeit reduzieren will für sowas, dann muss ich einfach mal Entschlüsse fassen und das habe ich jetzt einfach mal getan. Dazu habe ich auch ein Video inspiriert und zwar das von Revi oder Revinside. Die hat nämlich auch ein bisschen darüber geredet, was man so machen sollte, was man sich fest vornehmen sollte und so weiter. Und ich denke mir jetzt einfach mal, ich ziehe die Server-Map durch, weil das einfach das größte Projekt ist, was ich hier angefangen habe. Und das will ich auch beenden, weil ich dafür so viel Zeit investiert habe, dass man es einfach nicht mehr aufhalten kann. Und da ich Tutorials nicht mehr wirklich jetzt so brauche oder das kein wirkliches Projekt ist, was man zu Ende führen muss oder könnte, habe ich mir es einfach jetzt vorgenommen und das bleibt jetzt auch erstmal so. Ich hoffe trotzdem, dass es noch allen gefällt und würde mich auf jeden Fall über Bewertungen und Kommentare freuen. Wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich darüber ebenfalls freuen, wenn ihr mal einen Daumen nach oben gebt. Und ich hoffe, dass ihr auch gespannt seid, was ich so weiter baue. Ich freue mich dann auch auf eure Kommentare dazu, wie euch das gefallen hat. Und ich würde dann sagen, bis zum ersten Video oder bis zum zweiten Video dieser Folge Server Map. Und viel Spaß dann mit den ganzen Videos, wo ich alles zeige im Zeitraffer. Also bis dahin dann, ciao.